Die Flutwelle schlug eine Schneise der Verwüstung mitten durch das Dorf. Häuser und Hütten sind schwer beschädigt oder gar komplett zerstört. Auch die Schule blieb nicht unversehrt. Ein indonesischer Fernsehsender zeigte am Donnerstag diese ersten Bilder von der Pagai-Insel. Das abgelegene Eiland wurde von dem Tsunami am Montag mit am stärksten getroffen. Mehrere Dörfer wurden hier dem Erdboden gleichgemacht. Die Hilfe von außen brauchte oft Tage, um sich in die Katastrophengebiete vorzukämpfen. Sauberes Wasser ist knapp, es steigt die Gefahr von Seuchen. Tausende sind obdachlos. Die Behörden sprachen am Donnerstag von rund 300 Menschen, die durch den Tsunami getötet wurden. Eine Zahl, die wohl noch steigen wird angesichts hunderter Vermisster.